366 Bärengeschichten von Maan Janssen. 21. November. Kann der Zauberstein helfen? Brumm ruft erfreut. Vielleicht kann der Zauberstein von Zauberer Grock dem Drachen heilen. Irrwitz schaut Brumm erstaunt an. Natürlich, der Zauberstein, murmelt er. Dass wir daran nicht eher gedacht haben. Der Drache sieht Brumm hoffnungsvoll an. Ihr habt einen echten Zauberstein, fragt er hustend. Die Spinne schaut Brumm bewundernd an und ruft glücklich. Da wird mein Freund wieder gesund, was? Oh, das wäre zu schön. Und vor Freude schaukelt sie an einem Faden hin und her. Brumm hat den Zauberstein schon von seinem Hals genommen und hängt ihn dem Drachen um die Nase. Mit einer Pfote beginnt er über den Stein zu reiben. 22. November. Brumm weiß kein Zauberwort. Gespannt schauen alle zu. Langsam beginnt der Stein zu glühen. Vielleicht muss man ein Zauberwort dazu sagen, schlägt die Spinne vor. Davon hat der Zauberer nichts gesagt, brummt Brumm und reibt weiter. Fühlst du dich schon besser? Fragt Irrwitz den Drachen. Der Drache macht seine Augen wieder auf. Nein, ich glaube nicht, dass es wirkt. Und eine große Träne rollt über seine Wange. Brumm schaut sich betreten um. Was kann er sonst noch tun? Aber dann ruft die Spinne auf einmal. Seht mal, es kommt Rauch aus seinen Nasenlöchern. 23. November. Kein Rauch ohne Feuer. Erstaunt schaut Brumm auf den Rauchfaden, der aus der Nase des Drachens kommt. Ob der Zauberstein doch wirkt? Hatschi! Niest der Drache und es kommt eine große Flamme aus seinem Maul. Brumm kann gerade noch rechtzeitig zur Seite springen. Entschuldige bitte, sagt der Drache und seine Stimme klingt nun nicht mehr heiser. Feuer, das war Feuer, ruft die Spinne und springt vor Freude in die Luft. Ist das wirklich wahr? Fragt der Drache Brumm. Brumm nickt nur, das Ganze hat ihm die Sprache verschlagen. 24. November. Der Drache ist Wächter. Der Drache strahlt vor Glück. Ich kann wieder Feuer speien, ruft er fröhlich. Ich bin wieder gesund. Wie kann ich mich je bei euch bedanken? Du brauchst uns nicht zu danken. Der Zauberstein hat dich wieder gesund gemacht. Aber ich bin so froh. Sag doch, was ich für euch tun kann, drängt der Drache. Brumm denkt einen Moment nach und dann erzählt er dem Drachen von der weggezauberten Froschprinzessin, die er in der Glaskugel am Drachenteich gesehen hat, und von dem Unwiderkraut, das sie brauchen, um wieder nach Hause zu kommen. Oh, da kann ich euch bestimmt helfen, ruft der Drache. Ich bin nämlich der Wächter über die weggezauberten Tiere. Ich sorge dafür, dass sie nicht aus dem Drachental entkommen. 25. November. Freund oder Feind? Dem Wächter entkommen? Ruft Brumm erstaunt. Bist du etwa ein Freund der gemeinen Hexe Euthanasia? Er sieht den Drachen entsetzt an. Nun, naja, stammelt der Drache schüchtern. Vielleicht war ich das einmal, aber jetzt nicht mehr. Jetzt seid ihr meine Freunde. Schließlich habt ihr mich geheilt und nicht sie. Außerdem wusste ich auch nicht, dass sie so gemein ist. Mir hat sie nur erzählt, dass sie unartige Tiere wegzaubert und dass die zur Strafe eine Weile bleiben müssen. Na, da hat sie dich ganz schön auf den Arm genommen, zwitschert Irrwitz. Ja, gibt der Drache beschämt zu. Aber jetzt weiß ich es besser. Seid mir bitte nicht böse. Brumm und Irrwitz beruhigen den Drachen. Sie sind ihm nicht böse. Er kann schließlich auch nichts dafür. An allem ist die ekelhafte Euthanasia schuld.